Bündnis Zwangsräumung verhindern. Hey, hi. Ist ja schön, dass ihr es so schnell geschafft habt. Ich bin ja total perplex hier. Kommt drin in mein bescheidenes Heim. Also, wir befinden uns hier im Pillnitzer Weg in Starken. Und das ist ein Mehrfamilienhaus. Also, hier wohnen ungefähr so 64 bis 65 Mietparteien. Das Problem ist, dass ich mich vor circa 2 Jahren an die Hausverwaltung gewandt habe. Und ich habe in der Maßnahme angefangen, auf Entgeltvariante, und da hat es ein paar Probleme hier mit der Mietberechnung, und das war dann plötzlich die erste fristlose Kündigung, die ich bekam. Also ich habe mich hier in den 11 Jahren, wo ich wohne, in dieser Anlage richtig gut integriert, und das, was Epsilon jetzt mit mir abgezogen hat, diese fadenscheinige fristlose Kündigung, und jetzt im Endeffekt kommt es auf eine Räumungsklage raus, ist einfach eine Schweinerei, was da passiert, und dass der Staat da so einfach mitspielt, das kann ich nicht verstehen und will ich auch nicht verstehen. Das Ende von der Auseinandersetzung ist, dass ich also durch alle Instanzen durch bin und jetzt vor der Zwangsräumung stehe. Obwohl die Miete bezahlt ist. Also nachdem dann die erste fristlose Kündigung bei mir ins Haus gerasselt ist, habe ich mich natürlich flugs darum gekümmert, dass die Mieten überwiesen werden. Ne? Weil es war ja nicht mein Verschulden. Und dann habe ich mich hier an die Volkssolidarität in der 21 gewendet. Und die haben dann in unserem Namen hier als Mieterinitiative an alle Fraktionen geschrieben, an das Büro des Bürgermeisters und natürlich auch an Epsilon. Und das war für Epsilon ein weiterer Grund, mich zu kündigen. Also ich nehme das hier jetzt extrem wahr, dass wirklich die Mieter entmietet werden, damit hier möglichst viele Neuvermietungen stattfinden können und der Vermieter halt verdient. Ich kann auch die Neuvermieter verstehen, wenn die sagen, was habt ihr eigentlich? Das sind doch schöne Wohnungen. Und zu teuer sind sie auch nicht, weil die kosten ja nur 380 Euro. Nur 380 Euro. Aber dann kommt auf der anderen Seite wieder der Aspekt, damit diese Neumieter dort leben können, steckt hinter jeder entmieteten Wohnung eine persönliche Mietertragödie. So wie es bei mir jetzt hier der Fall ist. Ich muss zusehen, wo ich bleibe. Und es sieht wahrscheinlich so aus, dass ich im Obdachlosenheim lande, im Männerwohnheim. Ich meine, für mich ist das eine interessante Erfahrung. Ich war da noch nie. Vielleicht ist das ja ganz nett. Also ich zahle hier bei 307 Euro, zahle ich 12,33 Euro pro Quadratmeter warm. Und 13 Euro, sagt man ja schon, ist ganz schön happig. Ja, also das ist jetzt hier nun mein Kiez und hier sitze ich gerne und oft und das schon eigentlich seit 11 Jahren nach Feierabend. Und unterhalte mich mit meinen Nachbarn und leiste hier so eine Art Sozialarbeit, denke ich. Ja, also ganz zum Anfang, als ich hier eingezogen bin, da war das bei der DGWO. Und da waren wir alle sehr zufrieden. Also da war hier alles noch geschützt und die Mieten waren eigentlich gut. Und jetzt ist es halt so, dass dann nach der DGWO, hi, grüß dich, mein Gützer, dass nach der DGWO dann ein Vermieter nach dem anderen kam, ja, unter Pacht. Und jetzt ist es halt speziell dieser Bereich hier Eigentum. Und ja, irgendwie ist der Eigentümer, benimmt sich seinen Mietern gegenüber so nach aller Gutsherrenart, ja. Und also ich habe schon diverse fristlose Kündigungen. Also der Vermieter, der zeigt schon ganz extrem an, dass er mich loswerden will. Ne? Und das geht ja nicht nur mir so. Wenn sich hier Widerstand irgendwie regt, dass man sagt, hallo, also könnt ihr das mal besser machen oder das mal besser machen, dass dann einfach gesagt wird, naja, wenn du nicht dein Maul hältst, dann fliegst du raus. Ich sag das mal so salopp mit meinen Worten. Ne? Ja, also was passiert jetzt in den nächsten 3 Tagen? Also für mich steht fest jetzt erstmal momentan, dass ich am Montag geräumt werde. Und wie das denn weitergeht, keine Ahnung. Jetzt habe ich mich an das Bündnis gegen Zwangsräumung gewendet, dass da eventuell noch eine Redebereitschaft vom Vermieter mir gegenüber. Aber da passiert ja nichts. Die machen einfach dicht und sagen sich, naja, wenn der weg ist, ist er weg. Ja. Das ist also für mich eine ziemlich verfahrene Situation. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe ja nun auch mit vielen Nachbarn gesprochen hier in der Anlage, weil ich ja auch viele Nachbarn kenne. Und habe denen auch gesagt, dass ich am Montag zwangsgeräumt werde. Einige haben sich das so ja notiert. Also ich würde mich über die Unterstützung der Nachbarn hier natürlich freuen, wenn die am Montag hier dann vor der Tür stehen und mal richtig schön jalla jalla machen, damit der Vermieter auch sieht, hier ist wirklich Handlungsbedarf hier, ne? Dass es so nicht weitergehen kann. Wir wollen ja miteinander, nicht gegeneinander. Aber so wie es momentan aussieht, hat die Eigentümerin überhaupt kein Interesse, mit den Mietern zusammenzuarbeiten. Ja? Und das sehe ich als sehr großes Problem an. Und da sind wir hier in Starken kein Einzelfall. Das Problem ist,
dass die Leute, man sieht das auch an der Klientel, die jetzt hierher zieht, ja, dass die Leute aus Mitte und zum Beispiel Mitte, Moabit und Charlottenburg, dass die aus den Zentren entmietet werden und hierher gemietet werden. Und dafür muss natürlich hier Platz geschaffen werden. Damit die Zuzüge aus dem Zentrum dann ins Randgebiet gehen. Aber was passiert mit den Leuten, die im Randgebiet sind? Machen wir wie in Polen, Container aufstellen und dann werden die in die Container gemietet? Und mein Standpunkt ist immer noch der, Miete muss bezahlbar sein, weil Mieten, Wohnen ist ein Menschenrecht. Ja, und keine Ware. Und die Meinung vertrete ich. Und dafür stehe ich auch.